glaube, so wie es jetzt da steht, 28.000 Euro, das ist eine Hausnummer. Das ist jetzt nicht, was man sich so einfach mal nebenbei kaufen kann. Also das ist echt schon eine Nummer, der Preis. Aber klar, man kriegt für den Preis auch was geboten. Ich meine, das Ding hat alles. Alles, was man nur haben will, hat dieses Motorrad. Und ich finde, das Motorrad ist auf jeden Fall sein Geld wert. Jojojo Leute, was geht ab? Euer Hartz heute hier wieder am Start. Ich bin immer noch mit der wunderschönen Ducati unterwegs, die ich von Ducati Kassel bekommen habe zum Probefahren. Und ja, ich will jetzt langsam Schluss machen. Ich würde zwar noch zu gern mit der Karre fahren, ich hätte auch noch Zeit damit zu fahren. Die Sache ist einfach, es ist bloß einfach heute viel zu warm. Es ist echt einfach viel zu heiß. Ich fühle mich auch schon so ein bisschen schlapp, muss ich ehrlich sagen, weil ich echt am Ölen bin, wie so ein Kanister. Und ja, Sicherheit geht vor, ne? Bevor ich da meinen Kreislauf irgendwie schlapp macht, habe ich gedacht, bringe ich ihn lieber zurück, ne? Aber vorher tanke ich ihn nochmal. Ah, der Sound ist einfach immer noch bombastisch. Und dann machen wir nochmal einen kleinen Walk-Around. Das heißt, ich gehe gleich mal um die Ducati rum. Weil ich glaube, ich habe sie noch in gar keinem Video richtig gezeigt. Boah, es ist echt abnormal heiß heute. Es ist viel zu heiß. Mit dem Ständer, das ist ein bisschen komisch hier. Aber wenn man erstmal drankommt, dann klappt der gut aus. Aber man muss erstmal drankommen. So, als allererstes tanken wir die schöne Duck. So, einmal auf. Natürlich tanken wir nur das Beste vom Besten, nämlich Ultimate. Na, läuft die? Jetzt läuft die Suppe. Jo. Die schöne Ducati ist wieder voll. Also wie gesagt, wäre es heute nicht so warm gewesen, also wäre ich auf jeden Fall damit noch ein bisschen rumgefahren. Und ich hätte mir vielleicht mein Dings so einstellen sollen, dass ich ein Navi drauf habe. Den hätte ich auch ein bisschen mehr Kurvenstrecken oder so mal fahren können. Aber das Problem ist einfach, ich kenne mich hier einfach nicht aus. Und deswegen bin ich so ziemlich auf den Hauptstraßen geblieben. Wie gesagt, 224 PS, ich glaube 1100 Kubik, V4. Komplettanlage von Acra, sieht natürlich ultra geil aus. Und was ich an der Ducati einfach liebe, oder was einfach geil ist, ist diese Einarmschwinge hinten mit Hinterreifen. Mega geil, denn das Heck, einfach Bombe geworden, das Heck. Gerade finde ich es geil, dass es echt nur eine Einsitzer ist. Haben sie echt mega schön gemacht. Die Blinker sind auch schön. Ich würde mal sagen, das sind Laufblinker bestimmt. Wir gucken einfach mal. Ne, sind keine Laufblinker, sind ganz normale. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ansonsten, was gibt es noch Schönes an dem Bike? Ja, allgemein, was ich bei Ducati natürlich immer richtig feiere, ist die Front natürlich. Also, die ist natürlich bei Ducati immer geil. Die sieht schon geil aus. Das ist schon was Feines. Das ist natürlich das Fahrwerk, das hat man gemerkt. Öl ins Fahrwerk drin. Echt ein geiles Fahrwerk. Also, die hat sich echt super fahren lassen in den Kurven. Die Reifen, ich weiß gar nicht, was ist denn da drauf? Was haben wir denn drauf? Pirelli Super Corsa. Diablo Super Corsa haben wir drauf. Die Reifen haben sich auch sehr gut fahren lassen. Bin ich auch sehr mit zufrieden gewesen. Und ich denke mal, ich brauche dazu nicht viel sagen. Optisch, ja, es ist natürlich ein absolutes Highlight, das Bike. Das einzige Negative, was ich ehrlich sagen muss, was mir an dem Bike nicht so gefällt, ist erstens, ja, das ganze Abgassystem, man merkt halt, hier die rechte Seite wird ultra heiß irgendwann am Arsch. Das gefällt mir nicht so ganz. Und was mir auch nicht so an der Ducati gefällt, ist der Preis. Ich glaube, so wie es jetzt da steht, 28.000 Euro, das ist eine Hausnummer. Das ist jetzt nicht, was man sich so einfach mal nebenbei kaufen kann. Also das ist echt schon eine Nummer, der Preis. Aber klar, man kriegt für den Preis auch was geboten. Ich meine, das Ding hat alles. Alles, was man nur haben will, hat dieses Motorrad.
Und ich finde, das Motorrad ist auf jeden Fall sein Geld wert. So ein Ding mal auf der Rennstrecke zu fahren, wäre auch mal ganz interessant. Wäre auf jeden Fall bestimmt mal spannend. Ja, ich denke, da habe ich das Wichtigste gesagt, eigentlich, was man so dazu sagen muss. Ja, ansonsten, wie gesagt, die Fahreigenschaften vom Motorrad, ich bin damit jetzt ja heute nur gefahren, finde ich super. Habe mich damit echt gut angefreundet, bin damit auch schnell zurechtgekommen mit dem Motorrad. Und hat mir auch sehr gefallen, also mir hat es echt mega viel Spaß gemacht. Am liebsten wäre ich damit echt heute noch den ganzen Tag gefahren. Aber es ist einfach zu heiß. Ich schwitze gerade auch schon wieder wie Hulle, weil es einfach ultra heiß ist. Ja, zur Bremse kann ich auch nur Positives sagen. Brembo-Bremsanlage verbaut, so wie bei der S1000 RR. Da brauche ich nicht mehr sagen. Bombe einfach, Spitzenqualität. Also ich hatte teilweise das eine Mal, glaube ich, 250 oder so drauf. Dann habe ich mal wirklich mal hart runtergebremst und bremst wunderschön runter, alles kontrolliert. Echt, kann ich nur Positives berichten. Also ich muss ehrlich sagen, Ducati gefällt mir echt sehr, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also das Einzige, was halt auch ein großer Unterschied ist, ist halt wirklich, die ist ruppig. Ne? Also das muss ich ehrlich sagen. Also die BMW ist ganz feinfühlig, die S1000 RR. Und die ist um einiges ruppiger, ne? Gerade beim Anfahren und so, da merkt man schon, da hat man bei der BMW ganz viel Feingefühl, also die fährt immer schön sachte an und da ist die Ducati um einiges ruppiger. Was ich natürlich jetzt nicht schlecht finde, denn ich finde, das macht das ganze Bike irgendwie sportlicher, ich finde es irgendwie geil, die ist ruppiger. Und natürlich auch der Sound, brauchen wir auch nicht viel zu sagen. Abnormal geil, aber trotzdem mega geil. Also der geilste Sound, den ich je gehört habe. Live. So, ich gehe jetzt mal rein zahlen und dann fahren wir das Stück noch bis zu Ducati. So, da bin ich wieder. Jetzt haben wir auch mal einen Walkaround gemacht um die Karre. Vollgetankt ist sie jetzt auch. Und jetzt bringen wir das schöne Stück wieder zurück. Wir müssen nicht weit fahren, das sind nur 50 Meter ungefähr. Das letzte Mal. Also der Sound ist nach wie vor einfach ein Traum. Also dieses Bollern, das ist... Oh. Und was ich natürlich auch richtig geil finde, fand ich damals bei Zinks an der Ducati auch schon geil, das Geklacker. In der Kupplung. Das finde ich ultra geil. Ich liebe dieses Klackern. Viele mögen es nicht. Mann, ich will fahren. Es ist heiß. So. Da steht ja ein geiler T5-Bus. Oh, der sieht ja geil aus. Ja, wie euch auffällt, sind wieder die Originalfelgen drauf. Liegt daran, weil wir jetzt in nächster Zeit oft auf Strecke sind und da muss man meistens immer Schotterpisten fahren. Ich habe halt einfach Angst, dass ich meine 22er da Schrott fahre. Darauf habe ich keinen Bock, deswegen habe ich erstmal wieder die Originalen draufgezogen. So, und hier sind wir wieder bei Ducati in Kassel. So. Sind wir mal Lenkradschluss? Ne, brauchen wir nicht reinmachen. So, jetzt bringe ich die Schlüssel wieder rein. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal an Ducati Kassel, die mir das überhaupt ermöglicht haben, damit zu fahren. Hat echt mega Spaß gemacht. Ja, ansonsten ja, haben die Haufen andere Ducati Bikes hier stehen. Sieht man ja hier. Ich glaube, das ist sogar die Zink mal hatte. Der hatte nicht die 1198, der hatte die. Welche hat einen Zink gehabt? Die 899. Aber seine sah genauso aus. Ich denke mal, das ist die gleiche bloß. Die hat einen größeren Motor. Sieht natürlich auch heiß aus, gerade mit diesem roten Rahmen und so. Macht schon was her. Dann haben wir hier noch, die habe ich mir vorhin auch schon angeguckt, die X-Devil ist das, glaube ich, ne? Aber das wäre überhaupt nichts für mich. Ich wüsste gar nicht genau so, was ist das? Ist das eine Shopper? Ist das, was ist das genau? Keine Ahnung, kenne ich mich nicht mit aus, aber ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwie damit, dass man damit Spaß hat. Also, ich weiß nicht, also es wäre jetzt für mich kein Bike. Ja, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen.
und ihr hattet jede Menge Spaß mit dem Bike, so wie ich. Zumindest bei den Videos. Lasst auf jeden Fall mal ein Like und einen Kommentar da und ich sag einfach mal bis zum nächsten Mal. Also bis dann, ciao, ciao und tschüss.